Jawohl, hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Informationsvideo, denn wie viele vielleicht schon wissen, begebe ich mich ab Mittwoch in den wohlverdienten Urlaub. Endlich mal, jawohl. Ich bin für 3 Wochen weg und deswegen wollte ich euch in diesem Video kurz erklären, wie es auf meinem Kanal die nächsten Wochen weitergeht, denn es ist jetzt nicht so, dass der Kanal überhaupt keine Videos mehr hat für 3 Wochen. Nein, ganz im Gegenteil, ich habe weit im Voraus aufgenommen bis zum 6.10. Deswegen, falls ihr irgendwelche Anregungen oder Wünsche habt, bitte respektiert das, dass ich nicht direkt darauf eingehen kann, sondern dass ich erst ab Oktober bzw. ab der neuen Aufnahmesession dann drauf eingehen kann. Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, befinde ich mich im Urlaub und das wird eine kleine Reise, auf die ich euch auch gerne mitnehme, denn auf meinem Zweitkanal Let's Play Matze auf Reisen, der übrigens auf meiner Hauptseite verlinkt ist und später auch noch im Video verlinkt sein wird, könnt ihr mir auf meine Reise folgen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auf meine Reise folgt, denn ich zeige euch mal ein bisschen, wo ich so in der Gegend rumtoure. Genau. Und nun zu den Änderungen. Jawohl, die Änderungen betreffen hauptsächlich 4 Let's Plays, und das ist NHL, FIFA, NBA und MotoGP. Ich fange einfach mal mit dem Hauptprojekt an, mit NHL, und zwar startet das NHL 20 Hockey Ultimate Team Projekt am 25.09. Ich weiß, das Spiel kommt bereits nächste Woche raus, dennoch bei mir startet das Let's Play erst am 25.09. Dann aber dieses Jahr mit mehr Tutorials, mit mehr Erklärungen. Ich werde mehr auf die Strategien eingehen und ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, mehr auf das Drumherum auch. Möchte ich mich auch darauf beziehen, und deswegen wird dieses NHL Let's Play ein bisschen anders, aber wir wollen natürlich unseren NHL 19 Titel verteidigen, das ist ja ganz klar. Dennoch trotzdem nochmal die Information, NHL startet bei mir auf dem Kanal ab 25.09. Das nächste Let's Play, das betroffen ist, ist das Let's Play FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 erscheint nämlich am 24.09. in Deutschland, beziehungsweise für die Vorbesteller weltweit. Und das Let's Play startet bei mir am 26.09. Genau, dann gibt es noch ein weiteres Let's Play, das verspätet startet, NBA 2K20 My Team. Das Spiel an sich erscheint am 6.09. Bei mir startet das Let's Play dennoch erst am 27.09., weil ich ja in dem Release-Zeitraum im Urlaub bin. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber das spielen wir dieses Jahr auch. Und die letzte Änderung betrifft MotoGP, denn wie ich schon gesagt habe, durch den Nicht-Release vor dem 6.10. von NHL, NHL erscheint ja am 13.09. Und deswegen ist der Pre-Release über EA Access am 6.9. ebenfalls wie NBA ja auch erscheint am 6.9. kann ich leider auch nicht drauf eingehen. Ich habe gehofft, dass es vielleicht so ist, dass die Vorbesteller bereits am 10.9. spielen können, dass es vielleicht am 3.9. schon online ist, ist aber leider nicht der Fall. Deswegen sind die ist der Mittwoch meistens frei ab 19 Uhr jetzt, weil ich einfach kein NHL-Video mehr habe bis dahin. Und diesen Platz füllt MotoGP. Genau, MotoGP kommt sonst immer am Sonntag um 20 Uhr. MotoGP erscheint jetzt am Mittwoch um 19 Uhr bis zum 25. September. Danach ganz normal und regulär die letzten Folgen wieder am Sonntag um 20 Uhr. Genau. Und jetzt zuletzt seht ihr hier im Endscreen, könnt ihr links den Kanaltrailer meines neuen Kanals Let's Play Matze auf Reisen anklicken und rechts könnt ihr den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei diesem kleinen Informationsvideo. Ich hoffe, ihr könnt mir das Ganze verzeihen und wir sehen uns nach dem Urlaub wieder. Oder wenn ihr mir in dem Urlaub folgen wollt, dann abonniert doch meinen Zweitkanal, den Vlog-Kanal Let's Play Matze auf Reisen. Na gut, bis zum nächsten Mal und ciao mit V.